Ja, Hallihallöchen und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Fire Emblem Let's Play. Wir haben gerade Kapitel 14 abgeschlossen und starten jetzt in das neue Kapitel rein. Gleich ohne Umschweife. In Lahus erzählt Eric Elliwood von einem Plan. Ein Komplott, in dem Lahus dazu dient, eine Rebellion gegen Musitia anzuzetteln. Elliwood braucht Beweise, um diese Anschuldigungen zu glauben. Daher verfolgen er und seine Freunde Darin, den flüchtigen Marquis von Lahus. Wohin die Jagd ihn führen wird, kann Elliwood nicht ahnen. Kann Elliwood nicht ahnen. Kapitel 15: Edeldame von Seilin. Ja, das überspringen wir gleich mal. So, wir dürfen Vita ein Titan nehmen. Ja, das freut uns jetzt. Gut, jetzt können wir mal ein paar Units zu Hause lassen. Solche eben wie Bartre, Rebecca und auch Sarah. Nehmen wir Priscilla mit. Wir brauchen ja nicht immer voll besetzte Loan. Nehmen wir mal sicherheitshalber mit und tauschen mal ein paar Items. Ich werde Sarah nicht trainieren, sondern Priscilla, weil die mir mehr gefällt, weil sie auf einem Pferdchen sitzt. Sprechen wir wieder ab und hören uns das Schicksal an. Du suchst also nach Einsicht für den nächsten Kampf und bist auch bereit, einen Preis von 50 Gold zu zahlen. Knausrige alte Hexe. Ich sehe einen neuen Gefährten, stark im Herzen und von starkem Willen. Ihr müsst eure Kräfte vereinen und zusammen in die Schlacht ziehen. Lanzen, ja, Krieg mit Lanzen sind hier von großem Wert. Nutze auch die Vorteile der Wälder. Du wirst auch die Rakanen-Künste benötigen und Rapiere und Hämmer. Das ist alles, was ich sehen kann. Okay. Cheat. Oh ja, ein sehr schönes Kapitelchen. Ein wirklich sehr, sehr schönes Kapitelchen. Ein wirklich, wirklich sehr schönes Kapitelchen. Das gefällt mir jetzt schon. So, Marcus da zurück. Dafür Hector nach vorn. Priscilla hierhin. Oswin an die Spitze. Tausch. So. So geht's. So ist nett. Passt. Speichern nochmal. Und los geht's! Melanes erreicht Level 6. Immer wenn wir Melanes im Kampf einsetzen, bekommt er ein Level. So, kurze Nebeninfo. Ja, setzen wir ein. Feris, neuer Stratege. Das war dir die ganze Zeit über, nicht wahr, Smivi? Ich bin noch immer auf der Suche nach Wissen. Meinen Tutor werde ich zwar niemals übertreffen, aber ich komme ihm näher. Nun, Smivi, sagt mir, was ich für euch tun kann. Okay. Und wir sehen hier unten Einheiten, die wir noch kennen. Und zwar haben wir hier Lin, Kent, Jean und Will. Ja. Ach, waren das nicht gute Zeiten, die wir mit ihnen verbracht haben. Echt nice. Und wir sehen hier auch, dass wir Florina haben. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich ein Gespräch jetzt hier irgendwie übersprungen oder so. Aber Florina packt die da unten schon. Bin mir ganz sicher. Zudem habe ich sie ja auch trainiert, dass sie dann sowas kann. Und ja, mit dieser hier werde ich stürmen. Und mit Marcus und Lowen Malines beschützen. Falls hier Reinforcements kommen würden, könnte ich den dann schnell mal einpacken. So. Team 1 und Team 2. Das gefällt mir gar nicht, dass die nur mit Manikati rumläuft, das aber vollständig restauriert wurde. Das heißt, verkaufen mal unser, nein, nicht Manikati, unser Feuerjuwel. Und kaufen uns mal ein Stahlschwert. So, das gleiche machen wir auch mit Jean. Aha, hier gibt es Langspeere und Lanzen.
Die Schwerter gibt es da drüben. Okay. Hat eh einen Langsperr gehabt hier, aber ist doch egal. Tausch, Zane. Ach, ich habe schon wieder Jean gesagt, ne? So passt das. Mal eher verteidigen hier hinten. Und dann nach links stürmen. So, jetzt kommen die ersten Schwerthonkse. Gegen meine Florina habt ihr doch keine Chance. Sie hat zwar jetzt wieder eine Leichtlanze statt eine Eisenlanze, die ich ja eigentlich in Lynns Story noch gegeben habe. Aber eigentlich auch egal. So, man sieht hier einen kleinen Ansturm von People. Okay, der ist ein bisschen schlechter als der vorherige. Der geht jetzt 0, nichts. Und down. Ja, gefällt mir. So, hier kommen eben ein paar Kavaliere, also Ritter. So, dann werde ich mich hier auch auf den Sturm begeben. Oh, eine Eisenlanze wäre es sich noch. Kann ich hier Eisenlanze bekommen? Nein. Dann machen wir es anders. Das wird drauf scheißen. Er ist sowieso zu langsam für alles eigentlich. Dann werden wir ihn doch vorschwächen müssen. Langspeer, Attacke, hopp. So, und Zane wird ihn finishen. Und ja, recht Eisenschwert. Und hoppa. Das haut ihn weg hier. Gleich Lynn auch mitziehen und ja, Will wird hier nie trainiert werden, aber nehmen wir auch mit. Dorcas. Und zack. Gleich schön einen Sturm hier vorbereiten. Mal die unterste Welle abhalten, dass sie weiter vorankommen. Und Pepper und in your face. Ach, das gefällt mir, dass wir wieder Florina haben. Das ist schön. Das ist echt schön. Wir haben hier einen Dieb, einen Bogen, ein paar Bogenschützen. Auf die müssen wir halt achten. Das ist doch, glaube ich, ganz klar, oder? Wäre nett, wenn das Urk finishen könnte irgendwie. Ja, lassen wir ihn finishen. Oder auch nicht, machen wir halt einen Crit. Ist doch auch okay. Ja, geht hier Guy auch noch entlang. Stellen wir uns aber hier in das Wood. So, Dorcas geht hier auch noch rüber. Naja, obwohl. Ach, das sollt ihr in das Gebäude gucken. Roy stehen wir neben Guy. Ach, ich sag immer Roy zu ihm. Ich meine natürlich Elliewood. Ich bin zu gewohnt, er sieht nämlich gleich aus wie Roy. Das ist aber sein, ja, ich spoiler das mal, sein Sohn im Fire Emblem. Keine Ahnung, was für ein Part das war, also was für ein Teil der Serie. Das ist, glaube ich, ein vorherigeres Spiel sogar. Liebe Loop. Und Stärke geht nach oben, das freut uns. Ritter tot, wow, nice. Fail. Ja. Aber hat ihn noch nicht umgehauen. Ach, er kann schon ein bisschen mehr kommen. Das alles. Ach, das verfehlt doch sowieso. Okay, auf das. Ach, seht ihr? Hier ist ein Bandit gekommen. Gott sei Dank habe ich hier hinten noch ein paar Leutchen gelassen. Sonst könnte mich das irgendwann mal ziemlich belasten. So, können wir den mit Zane töten? Ach, das speichern wir ab. Wenn es geht, dann geht's. Hoppa, ist down. Lassen wir so. Ist okay. Können wir ihn bekannt? Ja, besuchen. Ah, ihr da. Ihr seid Ritter von Sailin, nicht wahr? Einer von Makilahus Leuten. Derjenige, den sie Bauker nennen. Zwar scheint er ein sanftmütiger Mann zu sein, doch grenzen seine Fähigkeiten schon beinahe an eine Legende. Habt ihr denn auch Waffen, die für den Kampf gegen Ritter geeignet sind? Bitte, nehmt dies mit euch.
Panzerspeer. Auch okay. So. Ach, mir gefällt das, dass wir Lin wieder haben. Das gefällt einem doch, oder? Besuchen wir mal das Dörfchen. Schloss Sailin wurde von Makilaros Männern eingenommen. Wir wissen nicht, was mit Lord Hausen geschehen ist. Dies haben wir für die Hochzeit unserer Tochter gespart, aber euch dient es sicherlich besser. Bitte, eilt Magie Sailin zur Hilfe. Unser Lord muss gerettet werden. Okay, ich hoffe schon wieder auf einen Energy Ring. Okay, ich schau mal, ob ich das da oben jetzt zuerst in den Griff bekomme. Und frisst Donner! Donner, das schmeckt. So, Schwerthank, geil. Oh. Ach. Nee, er muss trainiert werden. Das hilft doch alles nicht. Aber dann stelle ich mich... Ja, doch nicht. Hepper. Nein! Hepper. Okay. 5, 9. Ganz klar, wer den jetzt macht, oder? Wenn er trifft. Okay, passt. Und liebe Loop. Kack, Level Up. Und hier seht ihr wieder den Vorteil an einer reizenden Heilerin. Ihre Reichweite ist halt einfach gigantisch. Und ihre Heilkräfte sind auch nicht schlecht. Muss man ehrlich sagen. Ich meine, ich habe es jetzt ein Kapitel lang. So. Ach, wo ist denn der Pfeilbogen hin? Ja, auf sowas muss man halt achten. Oh, nice, da ist ein Daumen. Und he failed. Flowina wins. Und der Zug endet nun. So. Ist das da oben Bowker, oder? Von dem wir gerade zuerst gehört haben. Oh nein, 2 Schaden. Ja, wäre irreal, einen Myrmidonen zu one-hitten. Das funktioniert nicht. Okay, hier kommt generell ein bisschen mehr Typen. So, schön, dass das jetzt auch noch ein deutscher Satz war. Hier kommen ein bisschen mehr Typen. Und Thunder! Du Sau! Level Up! Ebenfalls ein Kack-Level Up. Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit meinen Level-Ups, kommt mir langsam vor. Irgendwie bekomme ich da nur Mist. Ja, Roy packt schon einen. Ab hier. Habe ich ja nur noch 12. Dann packt halt Hector einen. Wolfbeil. Und stirb, du Arsch. Ja, und das habe ich jetzt davon. Aber kann eh nur einen von den Zweien hier angreifen. Ja, können wir eigentlich so lassen hier. Lin geht nach vor. Und zwar hier in den Wald. Und Zane kann mit Langspeer angreifen. Also, was wird zu... Ja, ich bin hier angekommen. Entschuldigung. Was ich jetzt mitbekommen habe, wurde Schloss Sailin von diesen Typis hier eingenommen, oder was? Das ist Bowker. Ja. Ist der was fallen? Nein. Frag mal, ob der nur eine... genau, das hat er. Ja, Leichtlanzen-Attack. Können wir ja ausnutzen. Aber jetzt ist es dann zum Aufpassen. Nächste Runde muss Florina geheilt werden. Oh,
Wenn sie es überlebt, natürlich. Das ist die Voraussetzung. Na, wenn sie jetzt vom Bogen angegriffen wird. Ich habe eine Sekunde nicht aufgepasst. Das ist echt ärgerlich, aber ich kann sie ja mal noch healen. Hielt sie sowieso fast voll. Also von einem Hit dürfte sie eigentlich nicht so arg sterben.